Heute fokussieren wir die Frage Corona, was wird sich ändern, und beschäftigen uns mit Nachteilen und Chancen für Kinder, Frauen und Familien. Dieses Thema bewegt sehr viele Menschen. Wir alle haben den Lockdown und die zahlreichen Einschränkungen erlebt, von denen bis heute viele gelten. Der Alltag von Familien war und ist davon in besonderer Weise betroffen. Homeoffice, Homeschooling und der weitgehende Ausfall von Kinderbetreuung und Freizeitangeboten strapazieren die Flexibilität, Geduld und Opferbereitschaft von Kindern, Müttern und Vätern extrem. Was sind die langfristigen Folgen eines solchen Einschnitts und wie werden dabei die Lasten verteilt? Werden Kinder in ihren Entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigt? Wird zu viel Verantwortung auf die Familien abgewälzt? Bedeutet Corona einen Rückschritt für die Gleichstellung? Oder bietet die Krise auch eine Chance, diese Bereiche mittel- und langfristig besser zu organisieren? Diese und ähnliche Fragen diskutieren wir und das Publikum mit unserer Expertenrunde. Sabina Paun ist seit 2002 Professorin für Entwicklungspsychologie und biologische Psychologie an der Universität Heidelberg. Ihr Spezialgebiet ist die frühkindliche Entwicklung, einschließlich Eltern-Kind-Interaktion. Von 2014 bis 2016 war sie als Fellow im Asilius-Kolleg und hat sich gemeinsam mit Ökonomen, Medizinern und Historikern mit dem Thema frühe Kindheit im Wandel beschäftigt. Das daraus entstandene Asilius-Projekt leitet sie gemeinsam mit den Kolleginnen Christina Gattmann, Katja Patzel-Matern und Jeanette Roos. Sabina Paun ist schon lange eine überzeugte Wissenschaftskommunikatorin und präsentiert die wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Forschung auch gerne einer breiteren Öffentlichkeit. Auch in der aktuellen Corona-Pandemie hat sie mehrfach in den Medien als Expertin für kindliche Entwicklung Position bezogen. Mit Christiane Schwieren haben wir zum zweiten Mal eine Ökonomin eingeladen. Sie ist seit 2008 Professorin für Organisations- und Verhaltensökonomik an der Universität Heidelberg. Im Unterschied zu Christina Gattmann, die beim letzten Masilius-Kontrovers dabei war, beschäftigt sich Christiane Schwieren nicht mit Fragen der Wirtschaftspolitik oder Konjunkturentwicklung. Ihr Forschungsfeld als experimentelle Ökonomin sind insbesondere ökonomische Entscheidungsprozesse auf Individualebene, aber auch Fragen von Anreizsystemen oder Diskriminierung. Christiane Schwieren war 2017, 2018 als Fellow im Masilius-Kolleg und hat sich dabei mit dem Thema Stressresilienz von Organisationen beschäftigt. Seit Oktober 2019 ist sie Gleichstellungsbeauftragte der Universität Heidelberg. Zu den Folgen der Corona-Pandemie für die Gleichstellung von Frauen und Männern forscht sie derzeit in einem europäischen Projekt, aus dem sie uns vielleicht schon erste Ergebnisse präsentieren kann. Marc-Philipp Weller ist seit 2014 Professor für bürgerliches Recht, Handelsrecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichungen an der Universität Heidelberg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört insbesondere das Vertragsrecht. Und auch zu diesem hat er eine vielbeachtete Publikation zu den Auswirkungen der Corona-Krise vorgelegt. Er forscht auch zu Fragen der Gleichstellung im Gesellschaftsrecht und hat sich hierzu unter anderem durch Gutachten und als Experte bei Anhörungen des Deutschen Bundestages eingebracht. Marc-Philipp Weller war 2016 und 2017 Fellow am Asilius-Kolleg, wo er sich mit dem Thema Regulierung der Leihmutterschaft befasste. Seit Oktober 2019 bekleidet er an unserer Universität das Amt des Prorektors für Internationales, ein Bereich, der auch von der Pandemie besonders betroffen ist. Bevor wir jetzt beginnen, noch ein paar kurze Bemerkungen zum Ablauf. Die drei Diskutanten werden zunächst einen kurzen Impuls ihrer Sichtweise auf die Problematik geben. Wir beginnen mit der Psychologie, gehen dann zur Wirtschaft und beschließen diesen knapp halbstündigen Teil mit der juristischen Perspektive. Anschließend werden wir dann in die Diskussion eintreten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können schon während der Vorträge ihre Fragen stellen, entweder im Live-Chat auf YouTube oder per E-Mail an die angegebene Adresse.
Das Marsilius-Kolleg im Hintergrund wird alle eingehenden Fragen sichten, bündeln und an uns weiterreichen. Wir bemühen uns, möglichst viele und unterschiedliche Fragen einzubringen, bitten aber jetzt schon um Verständnis, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von Fragen in die Diskussionsrunde geben können. Und jetzt geht es los mit dem Impuls von Sabine Paun. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute die Perspektive von Kindern und Jugendlichen einbringen darf. Kinder sind unsere Zukunft, aber wenn wir uns keine Gedanken über ihre Bedürfnisse und was in Corona-Zeiten mit ihren Bedürfnissen passiert machen, dann verspielen auch wir unsere Zukunft als Gesellschaft. Ich möchte gerne Ihnen helfen, das besser zu verstehen, indem ich einen Überblick über die Chancen und Risiken gebe, die Corona mit sich bringt für Kinder. Dabei werde ich mich orientieren an der Bedürfnishierarchie von Maslow. Das ist ein Humanist, der sich Gedanken darum gemacht hat, mit welchen Bedürfnissen wir Menschen eigentlich auf der Welt sind und auch versucht hat, die in eine gewisse Rangfolge zu bringen. Da sind am Anfang die körperlichen Bedürfnisse und ganz am Ende geht es um die Selbstverwirklichung. Aber ich führe Sie da Stück für Stück durch und ich würde gerne jeweils die Risiken und die Chancen für Kinder und Jugendliche näher beleuchten. Beginnen wir mit der Basis, nämlich der körperlichen Gesundheit und der Sicherheit. Es ist vollkommen klar, dass Corona eine Gefahr für uns darstellt, sowohl unserer körperlichen Gesundheit, aber auch unser Sicherheitsgefühl fundamental betrifft. Aber jenseits der Ansteckungsgefahr gibt es andere Punkte, die für Kinder und Jugendliche wichtig sind. Unter den Risiken würde ich zum Beispiel nennen, dass Familien durch die Corona-Krise in ihrem ganzen Tagesablauf komplett durcheinander gekommen sind. Sie mussten sich sozusagen neu erfinden. Plötzlich gingen die Kinder nicht mehr in die Krippe, man ging nicht mehr zur Arbeit. Wie wollte man sich neu arrangieren, vielleicht auf beengten Verhältnissen? Das ist alles ziemlich schwierig. Also der Tagesrhythmus von Kindern, wenn der nicht okay ist, dann haben die Kinder Schwierigkeiten mit ihrem Schlafen, aber auch mit dem Essen. Und wenn Eltern es nicht schaffen, ihren Kindern diesen Rhythmus zu geben, jetzt neu vorzugeben, dann birgt das Gefahren für ihre gesundheitliche Entwicklung. Eine andere Gefahr betrifft den Umstand, dass Corona wie ein Brennglas wirkt. Also wenn Kinder oder in Familien sowieso schon Stress ist und dann kommt noch Corona dazu, dann besteht die Gefahr, dass eben auch Gewalterfahrungen gemacht werden bei den Kindern, weil die Kinder wie ein Blitzableiter fungieren. Ein anderes Problem ist, dass oft, wenn man im Homeoffice sitzt, man die Kinder ja irgendwo beschäftigen muss und man will auch nicht, dass sie dauernd da rumspringen. Also setzt man sie gerne mal vors Tablet. Und wenn man das zu oft macht und zu viel, dann finden die Kinder vielleicht auch zu viel Gefallen an dem Tablet. Und das macht ihnen dann Probleme, wieder davon loszukommen. Ein anderes Problem, das damit auch zusammenhängt, ist, dass sie sich weniger bewegen. Und wir alle wissen, dass körperliche Bewegung sehr wichtig ist für die Entwicklung von Kindern. Vor allem, wenn dann beengte Wohnverhältnisse dazukommen und ein Lockdown, dann haben die Kinder natürlich enorme Schwierigkeiten, mit den ganzen Herausforderungen klarzukommen. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, aber wo sind denn die Chancen? Die gibt es trotzdem auch auf der Ebene von Sicherheit und körperlicher Gesundheit. Denn wir alle haben es erfahren, dass wir uns jetzt mehr die Hände waschen, zum Beispiel, dass wir eher Abstand voneinander halten und die Kinder kriegen das jetzt systematisch beigebracht, auch wenn sie jetzt in den Schulalltag gehen beispielsweise. Diese Gewohnheiten, die sich da einschleifen, können helfen, nicht nur in der jetzigen Situation, sondern auch in künftigen gesundheitlichen Risikosituationen, wie etwa in einer zweiten Pandemie oder auch nur, wenn es um normale Kinderkrankheiten geht. Außerdem haben die Kinder mehr Kontakt zu Vater und zu Mutter. Sie sind mit ihnen in einem viel engeren Bezug. Und für viele Kinder, die vielleicht, weil beide Eltern arbeiten, sehr früh abgegeben werden müssen und sehr spät wieder abgeholt werden, ist diese Nähe zu Bezugspersonen natürlich ein Faktor, der die Sicherheit erhöht. Schließlich, ich habe gerade als negativ angesprochen, dieser fehlende Tagesrhythmus muss man auf der anderen Seite beachten, dass es auch jetzt Flexibilitäten gibt, die es vorher nicht gab. Es ist zum Beispiel so, dass im normalen Alltag alles ziemlich getaktet ist und die Kinder müssen morgens spuren, alles muss super klappen, dann müssen sie um 8 Uhr Matheaufgaben lösen und sind den ganzen Tag eingespannt und beschäftigt. Jetzt kann man alles besser aufteilen und das bedeutet auch, dass man Aufgaben zu den Zeiten machen kann, zu denen man gut damit zurechtkommt und auch verteiltes Lernen eher möglich ist. Gut, kommen wir auf die nächsten Stufen der Bedürfnishierarchie, nämlich die an der sozialen Teilhabe und der Wertschätzung.
Zunächst die Risiken. Ein großes Risiko, das wir haben, ist, dass die Kinder keinen Kontakt zu ihren Peers haben, also zu ihren Gleichaltrigen in der Schule oder in der Kita. Man soll das nicht unterschätzen. Kinder brauchen andere Kinder zum Spielen. Und wenn die auf die Dauer fehlen, das werden alle Familien und jungen Eltern wissen, ist das ein echtes Problem auch für zu Hause. Ein anderes Problem existiert, weil Eltern vielleicht jetzt wieder zu viele Aufgaben für die Kinder übernehmen. Das heißt, sie werden in ihrer Selbstständigkeitsentwicklung unter Umständen gebremst. Ein Kind, das sich im öffentlichen Raum frei bewegen kann, um zur Schule zu gehen, um zur Kita zu gehen, um den Freund zu besuchen, ist jetzt auf das häusliche Umfeld begrenzt gewesen für lange Zeit. Das ist etwas, was unter Umständen Spuren hinterlässt. Und ich kenne einige Kinder, denen es danach nicht so leicht gefallen ist, wieder alleine auf der Straße rumzulaufen. Alles wird sozusagen von außen reguliert. Ich muss es aber später wieder für mich regulieren. Und der wichtigste Teil vielleicht, das größte Problem, wo mein Kollege Marc Weller auch noch drauf eingehen wird, ist, dass die Kinder natürlich weniger Zugang zu Lehrangeboten haben. Natürlich versucht die Schule trotzdem, den Kindern etwas zu bieten, aber wenn ich jeden zweiten Tag nur Schule habe oder wenn ich nur bedingt Aufgaben bekomme, dann lerne ich natürlich auch nicht so viel wie sonst. Das ist ganz klar. Und es fehlen auch die Leistungsanreize, zum Beispiel durch die Gruppenarbeit. Zu den Chancen. Wenn ich weniger mit anderen Kindern spielen kann, dann kann ich mich aber mehr mit meinen Geschwistern zum Beispiel austauschen. Das ist etwas, was wir normalerweise relativ selten haben, weil die Kinder in ganz unterschiedlichen Settings den Tag verbringen. Aber die Beziehung zwischen Geschwistern zu stärken, ist ein wirklich tolles Fundament für die spätere Entwicklung. Und insofern kann hier ein richtiges Neuentdecken der Geschwisterkinder als Spielkameraden stattfinden, aber auch der Fürsorge füreinander, die gelernt wird. Weiterhin und insgesamt kann der Familienzusammenhalt durch diesen Lockdown oder auch durch dieses aufeinander angewiesen sein sehr günstig beeinflusst werden, wenn man sich zum Beispiel die Zeit nimmt, auch mal miteinander zu spielen und überhaupt Quality Time zusammen zu verbringen. Und schließlich, wenn es ums Lernen geht, sind die Kinder sehr gefordert, selbstständig zu lernen. Wenn sie diese Herausforderung annehmen und lernen, auch ihre Aufgaben alleine zu bewältigen, dann ist das etwas, was sie fürs ganze Leben gelernt haben und sie werden es noch sehr oft brauchen. Außerdem gibt es weniger Notendruck und auch das ist für diejenigen, die langsamer lernen, eigentlich ein großer Vorteil. Ich komme zum letzten Punkt. Das ist die Frage nach der Selbstverwirklichung. Hier haben wir auf der einen Seite als Risiko, dass die Kinder ihren Hobbys nicht mehr so nachgehen können wie vorher. Der Sportverein, das Fußball, der Chor, das Orchester, alle diese Dinge, die auch zur Selbstverwirklichung gehören und wichtige Dimensionen von Entwicklung sind, können eine ganze Zeit lang nicht gepflegt werden. Wenn es länger dauert, dann finden natürlich auch Ausbildungsdefizite statt. Es ist schwieriger, den Abschluss zu machen. Man fühlt sich damit mehr alleine. Das haben die Abiturienten jetzt sehr empfunden, sicherlich. Und es ist auch später schwerer, in den Beruf einzusteigen, weil es natürlich wirtschaftlich bedingt dann weniger Einstellungen gibt, Neueinstellungen. Und das alles führt zu Zukunftsangst. Und die können wir bei den Jugendlichen schon jetzt sehr stark und verstärkt beobachten. Es ist aber Gift für die Entwicklung von jungen Menschen, wenn sie ins Leben rausgehen und Angst vorgehen. Insofern ist es wichtig, sich die Chancen wieder dieser Situation vor Augen zu führen. Eine Chance besteht darin, mehr Zeit für Reflexion. Und es gibt tatsächlich auch viele Jugendliche, die durch das Zur-Ruhe-Kommen stärker überlegen, wo will ich eigentlich wirklich hin und ihre Entscheidungen bewusster treffen. Das ist eine große Chance, wenn wir die Zeit auch wirklich nutzen. Wenn wir lernen, wie wir Medien nicht nur nutzen können und das Internet, um uns zu unterhalten oder zu kommunizieren, sondern auch wirklich zu lernen, dann ist das auch etwas, was bedeutet, wir können es immer wieder abrufen und wir können immer wieder dieses Tool für uns nutzen, um uns weiterzubilden. Und der letzte und wichtigste Punkt, es geht um Solidarität und um politisches Engagement, das gelernt werden kann von den Jugendlichen. Wir alle sitzen in einem Boot. Wenn wir es nicht schaffen, zusammen diese Zeit zu überstehen, dann haben wir ein Problem und das ist, glaube ich, jedem Jugendlichen mittlerweile bewusst. Und es führt auch bei vielen mittlerweile zu einem verstärkten politischen Engagement. Und darin sehe ich vielleicht die größte Chance, die Corona mit sich bringt, dass die nächste Generation sich einmischt und sich mit uns darüber unterhält, wie eigentlich nachhaltige Entwicklung stattfinden kann.
Mein Fazit: Risiken und Chancen sind in unserer Gesellschaft leider ungleich verteilt. Wir haben sie zwar auf allen Ebenen der Bedürfnishierarchie, aber ärmere und benachteiligte Familien haben ungleich mehr Risiken und andere haben ungleich mehr Chancen. Das heißt, die Schere wird weiter auseinandergehen. Und wenn wir das nicht ändern, dann werden wir in der Zukunft nicht nur unter Corona, sondern vor allem unter den sozialen Folgen noch zu leiden haben. Dankeschön. Ja, da kann ich gleich wunderbar dran anknüpfen an die ungleich verteilten Chancen und Risiken, wenn ich im Folgenden darauf eingehe, wie Homeschooling und Homeoffice die Situation von Frauen und Familien verändert haben. Zunächst mal ganz kurz zur Situation in Deutschland, in der wir uns befinden. Wenn wir uns anschauen, wen betrifft das, Homeschooling und Arbeiten, dann kann man sagen, 26% ungefähr der deutschen Arbeitsbevölkerung hat Kinder unter 15 Jahren, ist also in irgendeiner Form davon betroffen. 11% der Arbeitnehmer sind von diesen Schul- und Kita-Schließungen wirklich effektiv betroffen, insofern, dass sie keine Möglichkeiten mehr haben, ihre Kinder außer Haus zu unterrichten, zu betreuen etc. 93% der Eltern haben denn auch in der Corona-Krise ihre Kinder zu Hause betreut. Und da komme ich dann gleich zu dem Punkt, warum hier Frauen ein Thema sein wird. Wenn Sie sich hier diese Grafik anschauen, das Blaue ist der Anteil von Familien, wo die Frauen alleine diese Kinder betreut haben. In der orangene Teil sind die Familien, in denen die Männer allein die Kinder betreut haben, und das Graue ist der Bereich, wo beide zu ungefähr gleichen Teilen die Kinderbetreuung übernommen haben. Das heißt, man sieht hier schon, auch wenn Männer durchaus beteiligt waren, Frauen haben den Großteil dieser Betreuungsarbeit geleistet. Und da schließe ich an die Ungleichheitsdebatte an, die Sabina Paun vorhin aufgebracht hat. Je höher das Einkommen, desto mehr waren Männer in diese Betreuung einbezogen. Und das ist also ein erster Schritt, der uns zeigt, dass nicht nur auf der Seite der Kinder, sondern auch auf Seiten der Frauen Chancen und Risiken in Deutschland sehr ungleich verteilt sind. Ich möchte noch mal differenzieren, über wessen Chancen und Risiken für Frauen und Familien wir hier eigentlich reden. In der Presse hat in der letzten Zeit sehr viel Aufmerksamkeit eine Initiative Eltern in der Krise erregt, die sehr schwerpunktmäßig, wenn man sich das angeschaut hat, immer über die Vereinbarkeit von Homeoffice und Homeschooling gesprochen hat. Das ist diese Gruppe. Familien mit mehreren oder einem Elternteil im Homeoffice, bei denen, wie man vorhin gesehen hat, besonders die Frauen stark belastet sind. Aber das sind nur 25% der Familien. Das sind tendenziell die hochgebildeten Familien, das sind tendenziell die Familien mit gutem Verdienst. Das ist also nur ein kleiner Teil. Wir haben noch ganz andere Krisensituationen in anderen Familien. Zum Beispiel in Familien, wo ein oder mehrere Elternteile in systemrelevanten Berufen arbeiten. Da gibt es für die Eltern mehr Arbeit, großen Druck. Homeoffice ist meistens nicht möglich. Das heißt, jemand, der im systemrelevanten Beruf arbeitet, geht raus, ist nicht zu Hause. Wenn es ein medizinischer systemrelevanter Beruf ist, haben wir ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Manchmal isolieren sich diese Elternteile von ihren Familien. Das heißt, da ist auch das nähere Zusammensein dann nicht mehr möglich, sondern geradezu das Gegenteil. Und auch hier wieder haben wir einen hohen Anteil an Frauen in diesen medizinischen Berufen und in den Serviceberufen, wie zum Beispiel in den Supermärkten, aber nicht, und das wird nachher noch wichtig, in leitenden Positionen, also nicht in den Positionen, die dann auch zum Beispiel für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen können. Wir haben aber noch eine weitere große Gruppe, nämlich die Familien, die ein geringes Einkommen haben, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder wo jemand arbeitslos geworden ist oder in Kurzarbeit gehen musste. Das ist auch wieder häufig ein weibliches Problem, denn wir haben häufig gerade in den weiblichen Berufen Kurzarbeit, Jobverluste, weil das eben der Service-Sektor, die Tourismusindustrie, die Gastronomie sind, die
in der Corona-Pandemie jetzt besonders stark betroffen waren. Alleinerziehende sind in solchen Fällen auch nochmal besonders stark belastet, besonders stark auch von Jobverlust betroffen und von einer völligen Unvereinbarkeit, die weit über das hinausgeht, was wir mit Familien im Homeoffice sehen. Eine letzte Gruppe, über die ich nicht weiter reden möchte, die man aber auch nicht vergessen sollte, sind ältere Frauen oder auch, was Sabina Paun schon erwähnt hat, Familien mit Gewaltproblematiken oder Familien zum Beispiel mit Migrationshintergrund oder andere Minoritäten. Die Frage, die im Eingangsstatement aufkam, war, wozu hat das denn jetzt geführt? Sehen wir eine Retraditionalisierung, also gehen die Geschlechterrollen sozusagen irgendwo in die 50er Jahre zurück? Eigentlich nicht wirklich. Wir sehen zwar durchaus, und das hat man in der ersten Grafik gesehen, die Frauen sind sehr stark belastet von der Hausarbeit, vom Homeschooling. Aber das ist keine Retraditionalisierung, sondern wir hatten vorher schon eine ungleiche Verteilung. Wenn wir kurz auf diese Grafik hier schauen, habe ich da die Arbeitssituation in den Familien dargestellt. Das Blaue sind Familien, wo beide Vollzeit arbeiten. Der große Batzen, das Orange sind Familien, wo die Frau in Teilzeit und der Mann in Vollzeit arbeitet. Der graue Bereich sind die Familien, wo nur der Mann erwerbstätig ist, und das Gelbe sind alle anderen Mischformen. Und wenn wir jetzt mal gucken, ich muss da durchklicken kurz, wie die Aufgabenteilung im Haushalt vor der Corona-Krise war, dann sehen wir hier die linken beiden Balken ist Hausarbeit und Kinderbetreuung, die von Frauen geleistet wird in Stunden. Auf der rechten Seite sehen wir Hausarbeit und Kinderbetreuung, die von Männern geleistet wird, aufgeteilt nach Familien, wo beide Vollzeit arbeiten. Blau, wo die Frau in Teilzeit arbeitet, orange, und wo nur der Mann arbeitet, grau. Und was wir hier sehen, ist, dass für alle Fälle die Frauen mehr Stunden Kinderbetreuung und mehr Stunden Hausarbeit leisten, und zwar vor Covid. Das heißt, wir sehen keine Retraditionalisierung, sondern es kommt letztlich, und das führt zu dieser extremen Belastung für die Frauen, auf eine stark ungleiche Verteilung, nochmal was Neues, nochmal mehr drauf, das bei den Frauen dann zu einer Überlastung führt und bei den Männern zu einer ersten Erkenntnis, dass sowas auch belastend sein kann. Weiter sehen wir, dass Frauen stärker in Gefahr von Jobverlust oder auch Ausstieg aus dem Job sind, weil sie eben vorher schon prekärer beschäftigt waren, Teilzeit gearbeitet haben. Das heißt, ihr Job ist für den Familienverdienst nicht so wichtig. Wir sehen auch Geschlechtsunterschiede in der Digital Literacy. Das heißt, Frauen haben häufiger Probleme, sich ein bisschen anzupassen an die neue digitale Wirklichkeit. Aber das ist nur eine kleine Fußnote, auch wieder für die Hochqualifizierten vor allem. Männer, die Homeoffice machen können, übernehmen ihren Anteil während Corona. Das haben wir in unserer eigenen Studie gesehen. Aber das reicht nicht, um die Frauen wirksam zu entlasten. Was positiv daran ist, ist, Männer nehmen plötzlich wahr, dass Haushalt anstrengend ist. Also in unserer eigenen Studie haben wir gesehen, dass die Männer, die sagen, sie übernehmen einen großen Teil, extrem gestresst sind. Die Frauen sind noch gestresster, aber die Männer stellen fest, oh, das ist echt anstrengend. Und da ist eine Chance. Wenn Sie hier nach Corona sehen, wir haben in unserer eigenen Studie unterschiedliche Bereiche abgefragt und hier die Geschlechterdifferenz der Aufgaben. Blau ist vor Corona, orange ist nach Corona. Und das ist immer, wie viel mehr die Frauen als die Männer machen. Und was Sie hier sehen, ist, dass es für alle Bereiche eigentlich runtergeht, die Differenz. Nicht stark, außer beim Einkaufen. Der Mann geht raus in die gefährliche Welt. Aber in allen Bereichen wird sozusagen dieses Gap zwischen Männern und Frauen kleiner. Das heißt, Männer übernehmen ihren Teil. Es reicht eben nur nicht, um zu einer wirklichen Entlastung zu führen. Das heißt, Fazit für die Geschlechtergerechtigkeit. Auf der negativen Seite, auf der Risikenseite, wir sehen die Frauen im Moment weniger präsent. Sie haben weniger Lobby, sie sind weniger in den Führungspositionen im medizinischen Bereich, im sozialen Bereich. Es wird weniger für sie getan. Frauen sind stärker überlastet, sind teilweise auch wirklich von dieser Überlastung in ihrer psychischen Gesundheit bedroht. Sie sind häufig in schlecht bezahlten und stark betroffenen Sektoren tätig. Und wenn wir uns überlegen, wird nach Corona alles besser? Der Mensch ist ziemlich veränderungsresistent. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hinterher versuchen, zurück zur alten Normalität zu kommen, ist relativ stark. Das auf der
Risikenseite. Auf der Chancenseite sehen wir aber auch, dass die Anerkennung in den Sektoren, wo Frauen eben schlecht bezahlt und prekär arbeiten, die Anerkennung gewachsen ist. Und wenn die Politik das irgendwie anders umsetzt, als nur sich über das Klatschen der Bevölkerung zu freuen, könnte da eine Chance sein, dass tatsächlich für Frauen in solchen Lohnsektoren etwas Positives dabei herauskommt. Wir haben viel Erfahrung gesammelt mit digitalem Arbeiten, mit Flexibilität, mit Homeoffice. Vielleicht wird die Arbeitswelt etwas flexibler, etwas ermöglicht etwas mehr Vereinbarkeit, dadurch, dass auch nach Corona möglicherweise es noch beibehalten wird, dass wir nicht so starr im Büro sein müssen, dass wir auch mal im Homeoffice arbeiten können, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten können. Männer haben einen Einblick bekommen, das habe ich schon gesagt. Wenn die Politik das fördert, wenn die Politik tatsächlich jetzt auch Politik für Väter macht in der Zukunft, könnte es sein, dass auch hier sich ein bisschen das Verhalten ändert, dass Männer gemerkt haben, das sind wichtige Aufgaben, das sind anspruchsvolle Aufgaben und ein größerer Teil der Männer sich auch dauerhaft stärker beteiligt. Ein letzter Punkt zur Geschlechtergerechtigkeit. Vielleicht haben Sie es gesehen in der Presse, immer mal wieder kam auf, welche Länder performen eigentlich besonders gut. Oh, das sind die Länder mit Frauen als Führungspersonal. Und das sind auch die Unternehmen mit Frauen als Führungspersonal, die gut performt haben. Das heißt, hier zeigt sich vielleicht auch jetzt für alle sichtbar, dass Frauen auch in Führungspositionen gute Arbeit leisten und dass da eine neue Wertschätzung eintritt. Bevor ich an Herrn Weller abgebe, möchte ich auch noch mal kurz auf die Makroebene schauen. Was haben wir da für Chancen und Risiken? Das eine ist auf einer akuten ökonomischen Ebene ein Risiko für mehr Kinderarmut. Das heißt, wenn Familien ärmer werden, werden Kinder ärmer und das bringt Risiken für diese Kinder, für ihre Zukunft mit sich. Wir haben eine mögliche Verstärkung geschlechtsspezifischer Einkommensunterschiede, wenn wir uns anschauen, dass die Frauen eher jetzt noch stärker in Teilzeit gehen, wenn es gar nicht mehr vereinbar ist mit dem Homeschooling, dass sie eher auch mal eine Pause machen in ihrem Job. Und das wird zu einer Verstärkung der sowieso schon sehr großen Rentenlücke führen. Wir sehen, wie Frau Paun auch schon gesagt hat, ein Problem der schlechteren Bildung für die aktuelle Generation. Was sind die Zukunftsaussichten, wenn ein, zwei oder mehrere Jahrgänge einfach weniger gelernt haben? Und schließlich, was ist mit denen, die jetzt eigentlich auf den Arbeitsmarkt sollten? Die Absolventen hier auch an unserer Universität, aber auch an den Schulen oder in der beruflichen Ausbildung. Ist das ein langfristiger Nachteil, wenn die jetzt nicht so gut einsteigen können? Also hier einiges an Risiken, dem ein paar Chancen gegenüberstehen. Ich hatte schon gesagt, flexiblere Arbeitsformen, mögliche Verkürzung der Wochenarbeitszeit, was wieder in die Diskussion kommt, aber auch eine Wertschätzung der Pflegetätigkeiten. Was wir in einigen der am stärksten betroffenen Länder, in Spanien zum Beispiel, sehen, ist, dass eine Grundeinkommensdiskussion wieder aufkommt, dass die Bedeutung der Erwerbsarbeit als einziges ein Existenzsicherungsmittel abnimmt und dass wir vielleicht den Aufstieg einer weiblichen Führungskultur sehen. Danke. Ja, vielen Dank für die ehrenvolle Einladung hier zur Massilius Kontrovers. Vielen Dank, Sabina Paun, Christiane Schmieren, für die erhellenden Einblicke von Juristen aus der Psychologie und der Ökonomik. Ich möchte jetzt den Blick auf das Recht lenken und dabei insbesondere das Recht auf Bildung von Kindern und das sogenannte Kindeswohl im Lichte der Corona-Beschränkungen etwas diskutieren und zur Diskussion stellen. Fangen wir an mit einem Befund. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht aus dem Handelsblatt, das ja als wirtschaftsliberal bekannt ist. Und selbst das Handelsblatt konstatiert, ich zitiere, die Prioritäten in der Pandemiebekämpfung sind in Deutschland völlig durcheinander geraten. In vielen Staaten war und ist es das erste Ziel, Kindertagesstätten und Schulen möglichst schnell wieder zu öffnen. In Deutschland stehen sie in der Liste dagegen ganz unten, irgendwo hinter Bars, Biergärten und Bordellen. Und Heribert Prantl konstatiert in der Süddeutschen Zeitung anlässlich des Tönnies-Skandals, als es den Corona-Ausbruch in einer riesigen Fleischfabrik im Landkreis Gütersloh gab, was tat der zuständige Landrat? Er ordnete die Schließung aller Schulen und Kindergärten im Kreis an.
Das führt mich zu den Thesen, die ich gerne zur Diskussion stellen will, auch Ihnen zu Hause. Und zwar die erste: aus meiner Sicht muss das Recht von Kindern auf Bildung und das Kindeswohl stärker gewichtet werden in der Abwägung mit dem Gesundheits- und Lebensschutz. Und das führt dann zur zweiten These, dass Schulschließungen nur die Ultima Ratio im Rahmen der Pandemiebekämpfung sein dürfen. Was ist der Ausgangspunkt der bisherigen Corona-Maßnahmen? Der Ausgangspunkt ist Artikel 2 unseres Grundgesetzes. Dort ist verbürgt das Recht auf Gesundheit und Leben. Dieses Recht impliziert auch eine sogenannte Schutzpflicht des Staates. Der Staat muss das Leben und die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger schützen. Er muss es weniger schützen, wenn es nur um abstrakte Risiken geht. Denken Sie an das Rauchen, das ist nicht verboten. Denken Sie auch an den Straßenverkehr. Auch dort gibt es natürlich Gesundheits- und Lebensgefahren, aber man verbietet ihnen nicht, ebenso wenig die Atomenergie. Etwas anderes ergibt sich allerdings, wenn sich Risiken zu Gefahren verdichten, sich zu konkreten Gefahren auswirken. Dann, und das war im März der Fall, bei der aufkommenden ersten Corona-Welle, da war noch unklar, wie sich das Virus auswirken würde. Und hier waren die Lockdown-Maßnahmen gerechtfertigt, auch die Schulschließungen, weil man davon ausging, dass Kinder sogenannte Superspreader sind und Schulen Hotspots. Allerdings, und das galt schon damals, waren und sind diese Grundrechte stehen nicht absolut, die Grundrechte auf Leben und Gesundheit, sondern sie sind abzuwägen mit anderen Verfassungsgütern. Es ist eine sogenannte praktische Konkordanz herzustellen. Das heißt, die verschiedenen Grundrechte und die verschiedenen Verfassungsgüter müssen möglichst optimal jeweils zur Geltung kommen. Jetzt ist die Frage, kann man Kinderrechte hier in die Abwägung einstellen? Derzeit muss man leider konstatieren, dass Kinderrechte bislang noch nicht im Grundgesetz verankert sind, anders als zum Beispiel der Umwelt- und der Tierschutz. Das ist in der Diskussion, aber eben noch in der rechtspolitischen Zukunft. Wo finden wir Kinderrechte? Hier bei uns in Baden-Württemberg, in Artikel 11 der Landesverfassung, ist das Recht auf Ausbildung junger Menschen kodifiziert. Und die Bundesrepublik hat sich auch verpflichtet, in zwei Staatsverträgen und Abkommen, einmal der Europäischen Menschenrechtskonvention in Artikel 2 des ersten Zusatzprotokolls zu dieser Konvention, das Recht auf Bildung zu achten, ebenso in der UN-Kinderrechtekommission von 1998, wo sich die Bundesrepublik verpflichtet hat und diese ratifiziert hat. Dort ist das Recht des Kindes auf Bildung verbürgt. Und diese völkerrechtlichen Verpflichtungen können ebenfalls in die Abwägung eingestellt werden mit Artikel 2, mit dem Recht auf Gesundheit und Leben. Das ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes seit der Görgülü-Entscheidung anerkannt. Etwas anderes ist noch in die Abwägung einzustellen. Das ist Artikel 7 des Grundgesetzes. Dort ist das Monopol des Staates für das Schulwesen geregelt. Er hat die Schulaufsicht. Und vor Corona galt paradoxerweise noch das sogenannte Verbot des Homeschooling. Warum? Es gab immer wieder Versuche, zum Beispiel von bibelgläubigen christlichen Gemeinschaften, wie hier in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2003, die Schule zu privatisieren und privat die Schülerinnen und Schüler das Wissen zu vermitteln. Das Bundesverfassungsgericht betonte, natürlich können Private genauso gut Wissen vermitteln wie der Staat. Was können sie aber nicht? Sie können nicht für die soziale Integration sorgen. Sie können die Kinder nicht zu Staatsbürgern heranziehen, weil es dazu der Interaktion der Kinder mit anderen Gleichaltrigen bedarf. Was soll auch vermieden werden durch das Schulmonopol des Staates? Es soll vermieden werden, die Entwicklung von Parallelgesellschaften, seien sie religiös oder weltanschaulich motiviert. Man will alle integrieren, auch die Minderheiten. Und dazu ist eben das Zusammenkommen in der Schule notwendig. Und ein dritter Aspekt spielt in der Abwägung eine Rolle. Das ist das Antidiskriminierungsrecht, vornehmlich kodifiziert auf europäischer Ebene. Dort gilt das Verbot der Altersdiskriminierung. Das ist meistens so zu verstehen, dass Ältere nicht schlechter behandelt werden sollen als Jüngere. Es gilt aber auch umgekehrt. Auch die Jugend darf nicht gegenüber den Älteren benachteiligt werden. Auch das ist in der Rechtsprechung hier des Europäischen Gerichtshofs anerkannt. Und schließlich ist Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention zu beachten. Hier verpflichtet sich Deutschland, das sogenannte Kindeswohl vorrangig bei staatlichen Entscheidungen zu berücksichtigen. Vor diesem verfassungsrechtlichen Hintergrund werfen wir jetzt einen Blick auf die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die seit wenigen Tagen in Kraft ist. Sie sehen hier in Paragraph 1, dass der Gesundheitsschutz das Ziel
natürlich der Corona-Maßnahmen ist. Das wird dann in Absatz 2 konkretisiert mit drei Unterzielen. Einmal sollen Infektionsgefahren reduziert werden. Infektionswege sollen nachvollziehbar gemacht werden, das sogenannte Tracking durch die Gesundheitsbehörden. Und drittens sollen die medizinischen Versorgungskapazitäten, also die Krankenhauskapazitäten, nicht überlastet werden. Schaut man jetzt auf die Maßnahmen, die im Hinblick auf Schulen getroffen wurden und vielleicht in der Zukunft, das zeigt der Kreis Gütersloh, noch zu treffen sind im Rahmen einer zweiten Welle oder eines lokalen Ausbruches. Nun, die Infektionswege nachvollziehbar gestalten, das ist kein Problem für Schulen. Die Schulen kennen den Klassenverband sehr gut. Wenn man die Klassen jeweils isoliert unterrichtet und nicht mischt, ist dieses Ziel einfach organisatorisch erreichbar. Die Kinder blockieren auch nicht die Versorgungskapazitäten des Gesundheitswesens. Also es gibt wenige Kinder zum Glück, die medizinintensivische Betreuung bedürfen in den Krankenhäusern. Bleibt also ein Ziel, das man mit Schulschließungen erreichen könnte. Das ist die Reduktion der Infektionsgefahren. Und hier hat sich jetzt einiges geändert. Am Anfang im März war das durchaus gerechtfertigt, die Schulen zu schließen. Man wusste nicht genau, inwiefern Kinder das Virus übertragen, ob sie es sozusagen quer über die Bevölkerungsschichten verteilen. Es hat dazu allerdings eine wegweisende Studie gegeben, auch unter medienwirksamer Beteiligung und erfolgreicher Beteiligung der Universität Heidelberg unter Leitung von Herrn Kreuzlich, unserem Virologen. Und hier sind bemerkenswerte Ergebnisse herausgekommen. Erstens, dass Kinder seltener erkranken an Covid-19 und zweitens, dass sie auch seltener an dem Coronavirus infiziert sind. Das heißt, sie können das Virus seltener, begeben es seltener weiter, als unter vergleichbaren Bedingungen Erwachsene es tun. Und das ist durchaus in die Abwägung mit einzufließen, zu berücksichtigen, wenn es künftig um Maßnahmen wie etwa Schulschließungen geht. Es ist eben so, dass die bisherigen Hotspots, die bisherigen Superspreader nicht aus Schulen kamen. Das war in Ischgl eine Bar, das war im Elsass ein Gottesdienst, das war in Bergamo ein Stadion, in Gütersloh eine Fleischfabrik und in Heinsberg eine Karnevalssitzung. Schulen sind darunter aber noch nicht. Das bedeutet, wenn wir uns an die eingangs zur Diskussion gestellten Thesen, wenn wir da zurückkommen und sie weiter diskutieren möchten, wenn künftig Maßnahmen beraten werden, dann müssen Schulschließungen die Ultima Ratio sein. Vorrangig müssen Einrichtungen geschlossen werden, in denen Erwachsene sind. Die sind gefährlicher im Sinne des Infektionsschutzes als Kinder. Man kann das nicht auf dem Rücken der Kinder durchführen. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen und danke nochmals für die Einladung. Ganz herzlichen Dank für diese inspirierenden Vorträge. Eine wunderbare Grundlage für eine lebendige Diskussion. Und ich denke, wir steigen auch gleich in die Diskussion ein. Eine Frage, die sich vielleicht zunächst mal an alle richtet, weil Sie auch nicht nur Spezialisten sind, auch eigene Erfahrungen da mitbringen. Hat Corona Familien wieder ein Stück weit näher zusammengebracht? Und auf welche längerfristigen positiven Auswirkungen dürfen wir da hoffen? Ja, vielleicht fange ich mal damit an, weil ich selbst auch in der Corona-Krise von einigen Familien angesprochen wurde und beratend tätig war. Ich habe es ja vorhin versucht, deutlich zu machen, dass Corona wie ein Brennglas ist und erstmal das, was an Konfliktpotenzial da ist, anheizt, deutlich macht. Man kann dem nicht ausweichen, wenn man aufeinander hängt. Aber damit ist dann auch der Druck oft groß genug, um nach neuen Lösungen zu suchen und nach neuen Wegen. Und wenn man dann Unterstützung bekommt, kann das durchaus auch gelingen. Und ich habe einige Familien kennengelernt, die durch eine schwierige Phase gegangen sind und jetzt das Gefühl haben, sie sind echt einen Schritt weitergekommen. Deswegen sehe ich in jeder Schwierigkeit auch einfach eine Chance. Ja, ich habe es vorhin in der Grafik schon gesagt, wir haben in dieser europäischen Studie eigentlich in allen Ländern gesehen, dass die Männer sich stärker in den Familien eingebracht haben und zwar auch in der Kinderbetreuung und auch abseits von dem, wo Männer
eh vorher schon am meisten gemacht haben, nämlich Freizeitaktivitäten mit den Kindern, haben sie sich jetzt auch den unangenehmeren Tätigkeiten wie Bildung, schulisches Betreuen etc. stärker gewidmet. Insofern denke ich, ja, da gibt es positive Aspekte, aber es hängt eben sehr stark von der individuellen Situation ab. Und es gibt eben auch die Familien, wo beide Eltern in systemrelevanten Jobs arbeiten und eigentlich überhaupt nicht mehr zu Hause sind und eigentlich die Betreuung ihrer Kinder überhaupt nicht mehr übernehmen können. Mhm. Und als dritten Aspekt, der bisher noch zu wenig Beachtung gefunden hat, finde ich, kommen noch die Großeltern dazu, die häufig aus Infektionsschutzgründen plötzlich überhaupt keinen Kontakt mehr hatten. Wir haben Daten, wo man sieht, dass so ungefähr 8% der Familien normalerweise die Kinder durch die Großeltern mitbetreuen lassen. Das ist zurückgegangen auf 1,5%. Das heißt, da ist eine Distanzierung und keine Annäherung. Also ich denke, es gibt beide Seiten. Gut, aus rechtlicher Sicht, natürlich gibt es die Chancen, das sehe ich, aber aus rechtlicher Sicht gibt es jetzt wenige Chancen. Vielleicht die Chance, dass man künftig die Kinderrechte eher sieht, aber das eben erst jetzt und für die Zukunft. Mhm. Ansonsten muss man natürlich sehen, dass wir ja bisher dieses Überwachungsmonopol des Staates bei der Schule hatten. Das heißt, es kam ja vom einen Tag auf den anderen, dieser Lockdown. Und die Privaten hatten überhaupt nicht vorgesorgt, um da für einen Ausgleich zu sorgen. Und dieses Monopol, also wenn der Staat ein Monopol für sich beansprucht, muss er auch die Leistungen zur Verfügung stellen. Das heißt, die Schulen jetzt wieder öffnen. Das ist wie bei Strom und Wasser. Da kann man nicht einfach die Leitung abstellen, sondern das muss dann wieder fließen. Gab es da Unterschiede zwischen unterschiedlichen europäischen Ländern? Wie, wir kennen wahrscheinlich alle das Beispiel von Schweden, aber auch jenseits sozusagen dieses Modells, wie damit umgegangen wurde? Ja, Deutschland war ja relativ entspannt noch im Vergleich. Jetzt, also in unserer Stichprobe haben wir eben Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Österreich. Und da muss man einfach sagen, ich meine, Spanien hat einen Komplett-Lockdown gemacht, wo die Kinder nicht mal mehr vor die Tür durften. Das war nochmal eine ganz andere Nummer, denke ich. Aber was ich eben sehr spannend fand, dass wir in allen unseren Ländern überall das Gleiche sehen. Die Väter engagieren sich mehr, die Frauen ein bisschen weniger, aber sie sind alle ganz schön belastet. Vielleicht darf ich da nochmal anknüpfen, weil ich denke, dass die Väter da mehr einbezogen werden. Ist auch für die Väter eine Chance. Sie lernen einfach, die Belastung stärker zu begreifen, aber sie sind auch für ihre Kinder jetzt Ansprechpartner. Mehr vielleicht als vorher. Und das kann den Zusammenhalt der Familie langfristig auch stärken. Sie sehen, ich mache mich für die Chancen stark. Aber die Risiken gibt es auch. Es gibt einige Länder, also in der Tat, der Lockdown war ja notwendig und auch erfolgreich sozusagen. Wir haben ja in Deutschland relativ wenig jetzt im Vergleich an gesundheitlichen Schäden und tödlichen Verläufen zu konstatieren. Aber was jetzt die Lockerungen wieder angeht, da sind andere Länder jetzt schneller und gerade in diesem Schul-, auch Hochschulbereich, Dänemark zum Beispiel, hat die Schulen schneller geöffnet und sogar Frankreich, das ja einen starken Lockdown hatte, hat jetzt schneller wieder die Schulen angefahren und die Kitas, als es in Deutschland der Fall ist. Also es geht jetzt mir eher auch um die Zukunftsperspektive, dass man das überdenkt. Herr Weller, Sie haben ja sich im Grunde genommen sehr stark dafür ausgesprochen, dass die Schließung der Schulen die Ultima Ratio sein sollte, haben auch gezeigt, dass es da im Grunde um eine Abwägungsfrage geht, wie hoch man eigentlich das Gesundheitsrisiko abwägen soll gegen andere Güter. Das würde ich gerne nochmal in die Runde geben, ob hier eigentlich Übereinstimmung an dem Punkt hat oder ob da auch Gesichtspunkte einzuspielen sind, die bei der Frage auch zu berücksichtigen wären. Also ich würde meinem Kollegen voll zustimmen. Ich denke, dass diese Rechte zu wenig gesehen werden. Das liegt einfach daran, dass die Kinder keine direkte Lobby haben. Die können sich keinen Rechtsanwalt engagieren und vor Gericht ziehen. Und wenn wir nicht für sie Sorge tragen, dann verspielen wir ihre Zukunft, aber letztlich unsere auch. Und sind ja auch nicht nur die Kinder. Es sind die Kinder und die Familien, die Frauen, die Männer, auch die Alleinerziehenden nicht zu vergessen, die alle sehr stark dadurch betroffen sind. Und natürlich hat man im Beginn so einer Pandemie, gerade mit den Bildern aus Italien, das Gefühl, jetzt muss alles dem Gesundheitsschutz untergeordnet werden. Das war sicher am Anfang richtig. Aber wenn wir jetzt noch lange mit der Situation leben müssen, was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, müssen wir zu anderen Abwägungen kommen und die Lasten anders verteilen. Wer trägt eigentlich die größeren Risiken für die weitere Entwicklung? Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche?
Oh, das ist schwer abzuwägen, muss ich gestehen. Es hängt natürlich sehr davon ab, was in den Familien passiert. Man könnte so intuitiv denken, naja, ein kleines Kind, das ändert sich ja gar nicht so viel. Aber wenn die Eltern unter extremem Stress stehen, dann ändert sich für ein Kleinkind doch sehr viel, auch wenn es sonst auch nur im Kinderwagen läge oder eben zu Hause spielen würde. Also es hängt sehr davon ab, wie Christiane Schwieren schon gesagt hat, wie belastet die Familie insgesamt ist. Wir müssen da systemisch das Ganze betrachten. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommt einfach dazu diese Zukunftsangst. Das wird für die Kinder eine weniger starke Rolle spielen, für die Grundschulkinder vielleicht schon, aber die Ängste werden mit dem Alter immer steigen und das Bewusstsein davon, dass wir hier in einer wirklichen Krise sind, auch, während für die kleinen Kinder die Frage, wie wird das ausbalanciert in den Familien, extrem bedeutsam ist. Aus dem Publikum erreicht uns die Frage an Frau Schwieren. Wie stehen Sie zum Familienbonus, wie er als Teil des Konjunkturpakets von vor kurzem beschlossen wurde? Wie soll ich sagen? Also ich persönlich finde, das ist Symbolpolitik, die an den realen Problemen der Familien völlig vorbeigeht. Also ich meine, das ist für manche ist das Geld natürlich. Für viele ist es kaum ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem, was sie an Verlusten haben, was sie an Problemen haben, sowohl für die, die noch gut verdienen, als auch für die, die arbeitslos geworden sind, ist das keine wirkliche Hilfe. Eine Frage auch aus dem Publikum an Sabina Paun. Wie kann man im Hinblick auf eine mögliche zweite Welle, die ja auch angesprochen wurde, gesundheitliche und psychologische Interessen besser abwägen? Naja, ich glaube, das ist eigentlich auch mit eine Frage an Marc Weller. Wir haben es eben schon ein bisschen diskutiert. Ich glaube, wir müssen wirklich jetzt uns vorbereiten für die nächste Situation. Sei es jetzt, dass wir die zweite Welle haben. Irgendeine Pandemie wird nochmal kommen. Damit müssen wir einfach rechnen. Und da sollten wir diese Fragen im Vorfeld abgesprochen haben. Aha. Und ich denke, dass die psychischen Folgen für Kinder wirklich Hypotheken auf die Zukunft sind, mindestens so wie das Geld, das wir jetzt sozusagen ausgeben, um Kurzarbeit zu bezahlen. Und damit müssen wir auch sehr achtsam umgehen. Ich darf vielleicht noch ergänzen, dass, wenn man von Kinderrechten spricht, die Kinder sind völkerrechtlich definiert bis zum Alter von 18 Jahren, also auch die Jugendlichen sind umfasst. Und völkerrechtlich ist auch das Recht zum Zugang zur Hochschulbildung, also zu den Hochschulen, ist auch völkerrechtlich verbürgt. Die Bundesrepublik hat diese Konvention auch ratifiziert. Also wir reden nicht nur von kleinen Kindern, sondern tatsächlich bis zu unseren Erstsemestern mit 18. Ja. Ich denke, auch innerhalb der Uni müssen wir diese Debatte führen. Wollen wir dann die Unis gleich wieder zumachen? Wie läuft das mit Präsenz oder Nichtpräsenz? Auch die Studenten leiden unter dieser Situation. Wir kriegen es ja alle in den Seminaren mit, dass es schwerer ist zu studieren, wenn alles online läuft, wenn der persönliche Kontakt fehlt. Und gerade diese jungen Erwachsenen brauchen auch ihre um sich gut weiterzuentwickeln zu können, ihr Profil zu erwerben. Also die sind genauso mit gemeint wie Kleinkinder oder ältere Jugendliche. Und bei all dem, glaube ich, sollten wir auch im Blick behalten, dass es die Ungleichheit in Deutschland einfach nochmal erhöht. Also bei uns ist sowieso Bildungserfolg sehr stark vom Elternhaus abhängig. Und das wird in so einer Situation nochmal ganz stark verstärkt. Sei es dadurch, dass Eltern nicht helfen können, sei es dadurch, dass die technischen Mittel nicht da sind, sei es dadurch, dass der Zugang einfach in einer begrenzten Wohnsituation nicht so einfach ist, dass man keine Ruhe zum Arbeiten hat, die man ja sonst dadurch hatte, dass man rausging. In die Schule, in den Kindergarten, in die Uni. Und jetzt sitzt man aufeinander und versucht, das Ganze irgendwie von zu Hause zu schaffen. Daran schließt eine weitere Frage an Herrn Weller an. Wie stehen Sie zu einer Corona-Familienarbeitszeit für Eltern? Das heißt, dem gesetzlich verankerten Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit bei finanziellem Ausgleich? Das ist sicher ein rechtspolitisch interessantes Projekt, das man diskutieren müsste, dass man sozusagen so ein Familienkonto macht. Das Problem ist natürlich, dass man da auch die Arbeitgeber, die jeweiligen, mit einbeziehen muss. Das funktioniert sicher gut, wenn man sozusagen einen Arbeitgeber als Familie hat, also beide zum Beispiel an einer Institution oder an einem Privatunternehmen angestellt sind.
Aber wenn es natürlich um verschiedene geht, müsste man dann zwischen den Unternehmen wiederum einen Ausgleich schaffen. Also rechtspolitisch diskutieren, das ist jedenfalls eine innovative Idee. Eine Frage, die gekommen ist, wie können wir sicherstellen, dass Aufklärung und Unterstützung auch die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft erreichen, etwa wenn kein Zugang zur Corona-App stattfindet oder zu Hause keine Möglichkeiten es gibt, sozusagen per Video an Unterrichten teilzunehmen. Wie findet man da auch gesellschaftlich den besten Ausgleich? Ja, ich glaube, das ist ja inzwischen schon als Problem angekommen, auch in der Politik, dass wir mit der Digitalisierung einfach himmelweit hinterherhinken und dass es Schulen eigentlich Tablets brauchen, die sie vor allem dann halt auch an sozial benachteiligte Kinder ausgeben können, wenn so eine Situation eintrifft. Da haben wir jetzt nicht viel Zeit, das zu organisieren. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, die politische Debatte, dann war das Geld für diese Schulen war ja schon da. Es ist nur zu wenig abgerufen worden. Also sicherlich muss man da noch was aufstocken, aber jetzt sind auch die Schulleiter gefordert, einfach hier sich zu melden und sich für ihre Kinder und Jugendlichen stark zu machen an der Stelle. Aber es ist wirklich sehr dringend, dass das bald geschieht. Ich meine, man kann an der Stelle vielleicht auch mal unsere Studierenden loben, die sich ja sehr engagieren, in großer Zahl, in unterschiedlichen Gruppierungen, machen viele Pro-Bono-Projekte, helfen gerade auch den sozial Schwächeren oder den Bedürftigen, auch den Älteren. Da gibt es ja insofern dann auch wirklich Chancen oder schöne Seiten auch dieser Pandemie. Das muss man ja. Wobei man sagen muss, es ist oft tatsächlich auch schwer, diejenigen zu erreichen, die man gerne erreichen würde. Also sowohl an den Schulen melden sich nicht unbedingt die Familien, die Bedarf haben, sei es aus Scham, sei es, weil sie wieder nicht wissen, dass es möglich gibt. Aber auch an der Universität haben wir das gesehen. Wir haben von der Gleichstellung versucht, so die größten Härten abzufangen, weil Alleinerziehenden haben Programme aufgesetzt und haben dann mitgekriegt, dass viele das nicht mitkriegen, dass wir diese Programme aufsetzen, dass man einfach digital ja auch nicht mehr so gut durchkommt zu den Leuten. Ja, sie sind zu beschäftigt. Ne? Sie sind zu beschäftigt oder sie haben aufgegeben. Ja. Sie glauben, es hilft mir sowieso keiner. Oder sie haben den digitalen Zugang nicht. Und wenn ich dann eine E-Mail an den Verteiler schicke, dann hilft das halt nichts. Stimmt. Also es ist nicht einfach, die zu erreichen. Nee. Auch aus dem Publikum wird gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, Corona zu nutzen und stärker für eine gute Umstrukturierung im Betreuungsbereich der Kinder zu arbeiten. Das richtet sich vielleicht zuerst an Sabina Paun, aber bestimmt auch alle an die beiden anderen. Ich denke tatsächlich, uns sollte diese Krise ganz viel motivieren, nach neuen Lösungen zu suchen für Probleme, die anstehen. Und es gibt tatsächlich eine Menge Optionen, die man sich vorstellen kann. Ich habe auch überlegt, man kann das auch verbinden mit Zielen, die die Universität hat, wenn sie gute Lehrkräfte ausbilden will. Warum hat man nicht mehr noch Begleitung durch Lehramtskandidaten, die für sozial Schwächere dann zum Beispiel die Aufgaben mit denen zu Hause machen, über Video oder wie auch immer. Aber das würde beiden Seiten so viel nutzen. Und wenn man das ein Stück institutionalisieren würde, hätte man an der Stelle wirklich große Möglichkeiten, die noch völlig ungenutzt sind. In der Betreuung ist es schwieriger, weil ein Kind ist ja kein Auto, das man irgendwo parkt. Also auch die Notbetreuung ist ein gewisses Problem, wenn sie nicht in den vertrauten Zusammenhängen stattfindet. Und manche Mutter, mancher Vater werden sich auch gescheut haben, ihr Kind in die Notbetreuung zu geben, ohne Eingewöhnung, ohne alles das, von dem wir wissen, dass es wichtig ist. Also so ganz einfach findet man da auch keine Lösung. Aber vielleicht brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit und müssen die Köpfe zusammenstecken, um auf neue Gedanken zu kommen. Macht es da einen Unterschied, ob Kinder alleine oder mit Geschwistern aufwachsen? Ja, das macht schon einen sehr großen Unterschied, vor allem in der Zeit des Lockdowns, wo eben die Kinder ja keine anderen Kinder sehen durften und die Eltern mit ihnen eins zu eins die ganze Zeit verbringen. Das ist für beide Seiten sehr anstrengend und den Kindern fehlt dann auch ein ganz wichtiger Input. Die brauchen ihre Peers, ihre Gleichaltrigen auch für das Lernen und sind dadurch tatsächlich ein Stück weit benachteiligt. Andererseits, wenn ich mir jetzt eine kinderreiche Familie vorstelle, die ist natürlich dann auch noch mehr unter Druck, gerade wenn jemand dann unter Homeoffice noch zu Hause arbeiten muss und 5 Kinder rumspringen hat. Das ist alles nicht so leicht. Aber wir könnten Netzwerke schaffen und Strukturen auch von Nachbarschaftshilfe, die eigentlich letztlich dann in so einem Krisenfall zum Einsatz kommen könnten.
Eine Frage auch an Frau Schwieren. Sie hatten ja im Vortrag schon gezeigt, dass im Grunde genommen die Situation für Frauen sich durch die Krise nicht nochmal verschlechtert hat, sondern dass eigentlich mehr zutage getreten ist, dass auch vorher Gleichstellung noch nicht in der Weise erreicht war, wie wir sie eigentlich doch uns auch zum Ziel machen sollten. Und dazu die Frage, ob man nicht bestimmte Maßnahmen eigentlich ergreifen könnte, trotz oder gerade in Krisenzeiten, um eine Enttraditionalisierung der Frau zu fördern. Schöne Idee. Das ist eine schöne Idee, das ist eine spannende Frage. Ja. Die Frage ist, wie kann das funktionieren? Mhm. Und ich denke, wir haben so ein paar Ansätze jetzt gesehen. Es ist ins Bewusstsein gerückt, wo Frauen eigentlich unter was für Arbeitsbedingungen, was für tolle Arbeit leisten. Also dieses ganze Lob der systemrelevanten Alten- und Krankenpflegerinnen hilft hoffentlich. Und ich habe immer diesen leichten Disclaimer, der Mensch mag Veränderungen nicht. Und wenn es irgendwie wieder normal wird, könnte es passieren, dass wir das alles wieder ganz schnell vergessen. Aber das könnte natürlich auch dazu helfen, dass wir eine höhere Wertschätzung von überhaupt diesen ganzen pflegerischen, auf Englisch nennt man das Care-Aufgaben. Ich finde das fast das schöner als pflegerisch, weil es auch noch diesen Bildungserziehungsteil mit einbezieht. Mhm. Dass wir da eine Neubewertung haben, sowohl des Unbezahlten als auch des Bezahlten. Und da eine größere Wertschätzung entsteht. Und das andere sind diese weiblichen Führungskräfte, die jetzt zwar in letzter Zeit vergleichsweise weniger im Rampenlicht waren, wenn man guckt, wer in den Medien groß war. Wir haben bestimmt auch Virologinnen. Wir haben aber immer nur die Virologen gesehen. Mhm. Und das war in vielen anderen Bereichen auch so. Aber wir haben auch gesehen, weibliche Führungskräfte in Neuseeland, in Deutschland haben gute Arbeit geleistet. Und vielleicht helfen solche Beispiele jetzt dann doch. Wenn ich gerade ergänzen darf, in der Tat, die wichtig sind Role Models, also Führungspersönlichkeiten bei Frauen. Und da wird ja gerade bei Familienministerin Giffey diskutiert im Ressort, ob eine Quote eingeführt wird. Und zwar nicht, wie wir sie bisher schon haben, auf Aufsichtsratebene von Großunternehmen, sondern auf Vorstandsebene, also gerade diese Leitungsfiguren. Und ich denke schon, dass das sozusagen in die richtige Richtung geht. Wenn wir weibliche Führungskräfte haben, wie in der Politik, dann strahlt es durchaus auf die Gesellschaft aus. Wobei ich mir dazu noch wünschen würde, dass diese Führungskräfte auch Mütter sind, weil ich glaube, also das hängt eigentlich mehr daran, dass man Sorge leistet und Verantwortung übernimmt, auch für Familie und für Nachwuchs, ob man dann das auch umsetzt in Politik, in Alltagspolitik beziehungsweise in Führungsqualität. Eine Frage aus dem Publikum. Für manche Berufstätige stellte das Homeoffice eine Entlastung dar. Wie sehen Sie das in der Zukunft? Sollte es sozusagen eine gesetzliche Regelung und der Anspruch auf Homeoffice geben? Gibt es dort etwas, was geregelt werden müsste, was im Moment noch nicht so geregelt ist? Also gut, der Anspruch auf Homeoffice jetzt in der Pandemie resultiert aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Er hat eine Fürsorgepflicht für seine Arbeitnehmer. Er darf sie keinem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen. Und das kann er erreichen, indem er sie von zu Hause arbeiten lässt, soweit möglich. Das geht aber natürlich nicht bei allen Tätigkeiten. Also denken wir an die Care-Berufe, an die Pflege, an Krankenhäuser, auch an die Schule jetzt, wenn es wieder losgeht, sondern das geht natürlich immer nur bedingt. Also ein grundsätzliches Recht würde ich so nicht sehen, sondern das hängt dann schon immer, ist jeweils kontextabhängig. Aber man könnte sich doch auch ein bisschen kreative neue Lösungen vorstellen. Ja. Also ich denke jetzt mal einfach laut, wenn ich zum Beispiel überlege, dass Erziehungsurlaub ist so eine ganz oder gar nicht Sache. Warum gibt es nicht auch Möglichkeiten, dass man sagt, also man kann in der Erziehungszeit Homeoffice machen mit geringer Dosis sozusagen. Klar, man muss sich ja auch um die Kinder kümmern, deswegen bleibt man ja vielleicht zu Hause. Aber nicht ganz aus dem Beruf rausgehen, das würde für Frauen auch einen wahnsinnigen Vorteil bieten für die weitere Entwicklung, für Männer dann genauso. Vielleicht die Hürde runtersetzen, sich auch mit um die Erziehungszeiten zu kümmern. Also wir müssen einfach ein bisschen Out-of-the-Box-Thinking üben und neue Lösungen suchen. Und die Unternehmen sind ja da teilweise auch durchaus nicht abgeneigt, jetzt mehr Homeoffice zu machen. Es gab durchaus Unternehmen, die auch zum einen gesehen haben, die Produktivität geht nicht zwangsläufig runter. Die geht schon runter, wenn man gleichzeitig noch 3 Kinder im Homeschooling hat. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist die Produktivität durchaus höher oder gleich.
und man hat weniger Kosten und es ist nicht so schlecht für die Umwelt, wenn die Leute nicht mehr alle im Stau zu ihrem Arbeitsplatz stehen und stundenlang pendeln. Also ich glaube, da könnte sich was tun in dem Bereich. Sogar die sehr konservative Branche der Anwaltskanzleien, die vorher überhaupt kein Homeoffice kannte, hat es jetzt sehr zu schätzen gelernt. Mhm. Es hat eigentlich kaum Einbußen gegeben bei der anwaltlichen Beratung. Also insofern in der Tat richtig, man kann durchaus out of the box mal neue Wege gehen. Ja, ja, auch die Therapie kann ja jetzt per Video funktionieren. Also es hat uns auch was gebracht, an neuen Möglichkeiten zu sehen, die wir vorher gar nicht gesehen haben. An den Kommentar von Frau Schwieren schließt sich diese Frage gut an, nämlich wie eigentlich die Unternehmen und Arbeitgeber genauer auf die Situation und der Schließung der Schulen reagieren und ob es Initiativen gibt von Seiten von Unternehmen und Arbeitgebern, die sie selber leiten, um damit umzugehen, Kita, Homeschooling oder Ähnliches. Puh, da kann ich schlecht was über die Unternehmer und Arbeitgeber sagen. Ich kann was über die Uni sagen, weil ich da aus der Gleichstellungssicht selber drin stecke. Da gab es durchaus ein sehr großes Entgegenkommen, also Homeoffice jedem und jeder, die es machen können, zu ermöglichen und da auch abzufedern mögliche Härten. Wir haben versucht, hier viel Notbetreuung aufzumachen, sind dann aber oft an den Landesverordnungen gescheitert, dass zwar die Möglichkeit, wir die Plätze gehabt hätten und die Erzieherinnen, aber die Landesverordnung dann wieder so viele Auflagen gemacht hat, dass es nicht ging. Also da war Uni-Arbeitgeberseits zwar nicht alles perfekt gelaufen, aber durchaus ein großer Versuch, es zu machen. Ich bin mit einem Projekt in einem sehr großen Unternehmen drin. Die haben auch sehr stark versucht, ihren Mitarbeitern das zu ermöglichen und das zu berücksichtigen, auch indem sie regelmäßig den Gemütszustand der Mitarbeiter abgefragt haben. Also wirklich alle paar Wochen eine Umfrage, wie geht's euch damit, was sind die Probleme, kommt ihr mit der Kinderbetreuung klar, seid ihr überlastet, und dann immer sofort das in Management Actions umgesetzt haben und versucht haben, da abzufangen. Also es gibt diese Positivbeispiele, aber das ist natürlich nicht in jedem Beruf so. Und es ist nicht in jedem Unternehmen möglich. Eine Frage aus dem Publikum an Sabina Paun. Wie sehen Sie die Chancen und Risiken der aktuellen Digitalisierung an Schulen? Gibt das dem sozusagen wirklich einen Schub, jetzt die Digitalisierung voranzutreiben? Oder sieht man auch, wo es eigentlich nicht funktioniert? Ja, beides stimmt. Erstmal sieht man, wo es nicht funktioniert, aber dann kennt man auch die Baustellen. Und einen Schub gibt es insofern, glaube ich, also ich kann jetzt nur für mich mal erst besprechen, ich habe auch Dinge über Digitalisierung gelernt, die ich vorher nicht wusste, zum Teil auch von den Kindern gelernt. Und ich glaube, dieser Dialog zwischen den Generationen jetzt auch, die jüngere Generation wächst ja mit der Digitalisierung auf und mit den Medien, und wir haben es uns zwar angeeignet, aber es ist uns jetzt nicht in die Wiege gelegt im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass da mehr Austausch ist, auch zwischen den Generationen, glaube ich, hilft zum Beispiel in Schulen, dass Lehrer jetzt mal sich daran gemacht haben, einfach diese Möglichkeiten auszuloten. Dieses Wissen, das haben sie für die Zukunft auch, so wie wir als Unilehrer jetzt das Wissen haben, wie wir auch digitale Lehre organisieren können. Und ich denke, das gibt einen Schub. Das gibt einen Schub, beides, dass wir das Problem erkannt haben und das andere, dass wir neue Wege ausprobieren und merken, sie funktionieren. Siehe jetzt heute auch diese Diskussion hier. Und Risiken? Ja, Risiken. Ich meine, wenn man viel auf Digitalisierung setzt, dann ist natürlich die andere Seite, wo bleibt dann das Persönliche, wo bleibt der persönliche Kontakt, wenn alles rationaler ist, wenn wir es auf große Distanz machen. Was macht das dann mit uns psychologisch? Werden wir abwarten müssen. Ich glaube, dass das Wichtige ist, erst beim Austausch zu sein, und da bietet Digitalisierung schon einige Möglichkeiten, aber wie auch vorhin ich gesagt habe, es gibt immer Chancen, würde ich auch die Risiken darin sehen, wenn es zu stark wird. Da wir jetzt im Grunde genommen auch bei der Digitalisierung und ihren Chancen und Möglichkeiten sind, würde ich gerne doch die eigene Frage einschieben, wie Sie das an der Universität gerade beobachten. Meine eigene Beobachtung ist, dass die Studierenden mit großer Bereitschaft in diese Phase reingegangen sind. Man hatte irgendwie das Gefühl, durch die Medien hindurch die Vibes zu spüren, wir schaffen das jetzt irgendwie, gehen damit um. Ich muss aber sagen, dass das nach 2 Monaten jetzt für mich deutlich anders aussieht, und mich würde einfach mal kurz interessieren, wie diese erste Digitalisierungserfahrung auf Ihrer Seite aussieht. Also
dafür, dass wir vorher wenig Digitalisierung hatten, erstaunlich positiv. Wenn man sieht, sozusagen, was in kürzester Zeit geschafft wurde, auch im Zusammenhang mit unserem Rechenzentrum. Wir hatten an der Universität zunächst ein Kapazitätsproblem, ein Durchleitungsproblem. Das verhinderte, dass wir alle Veranstaltungen synchron anbieten, das heißt im Austausch mit den Studierenden, im Live-Chat zum Beispiel, sondern dann so eine Art Podcasts besprochen haben. Das ist natürlich nicht ganz jetzt das interaktive Idealbild, das man sich wünscht, aber es gibt immer mehr solcher interaktiven Veranstaltungen, weil jetzt die Kapazitäten, die Rechnerleistungen, die Durchleitungskapazitäten erhöht wurden. Und das funktioniert jetzt aus meiner Sicht, ich kann aus meiner Vorlesung berichten, erstaunlich gut, sehr gut mit interaktiven Formaten. Und die Studierenden sind da lebhaft dabei. Also es ersetzt natürlich nicht die Präsenz im Hörsaal, soweit würde ich nicht gehen, aber es ist doch besser, als man vorher dachte. Ja, also für Seminargruppen, da kann ich ein Beispiel geben, haben wir festgestellt, dass es sehr schwierig ist, 90 Minuten lang ein Seminar online zu machen. Macht nicht so viel Sinn, aber man kann doch das im Dialog lösen mit denjenigen, um die es geht. Und wir haben so eine Lösung gefunden, wo die erste Dreiviertelstunde praktisch, die sich in kleinen Gruppen treffen und mit bestimmten Arbeitsaufträgen sich untereinander verabreden, wo immer sie möchten, das ist mir egal. Aber wir kommen dann eben für die zweite Dreiviertelstunde zusammen und berichten über diese Arbeitsergebnisse oder klären Fragen, die die Gesamtgruppe betreffen. Und mit diesem Format haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe aber auch immer zwischendrin gefragt, müssen wir was anpassen? Wollen wir was verändern? Und ich glaube, was wir brauchen, ist diese Offenheit, mit den Studierenden zusammen rauszufinden, was der optimale Weg für die Lösung, also für diese Lehre ist. Weil das können wir uns nicht ausdenken und die Studenten können es uns auch nicht alleine sagen. Das muss interaktiv geschehen. Gibt es da, also kann man aus auch der Lehre online, die wir jetzt an der Universität machen, Dinge lernen, die auch an Schulen anwendbar sind oder auch nicht anwendbar sind? Ja, warum nicht? Ich meine, es ist ja auch normaler Unterricht, was wir jetzt hier machen. Wir haben halt das auf einem anderen Niveau mit älteren Schülern, aber ich glaube, dass man einiges davon auch mit jüngeren, nicht ganz klein, aber mit mittelalten Schülern ausprobieren kann, klar. Ich glaube sogar fast eher umgekehrt. Man kann von den Schulen lernen für auch für, also ich glaube, das geht durchaus in beide Richtungen. Ja, doch. Sind ähnliche Probleme, die auftauchen, sind die Probleme, wie macht man das, wie kriegt man alle wieder, wieder das Problem, wie kriege ich auch die im Wohnheim sitzen und keinen guten Empfang haben, kein gutes Netz haben, wie kriege ich die auch da rein, auch wenn sie gerne da wären? Oder wie kriege ich, wenn wir das dann doch synchron machen, war ein großes Problem hier an der Uni, wie gehe ich mit den Alleinerziehenden um, die plötzlich ihre Kinder zu Hause haben und die Professorinnen und Professoren streamen live, aber speichern nicht. Also das heißt, die können morgens nicht und obwohl es digital ist, ist es hinterher nachmittags nicht mehr zur Verfügung. Das sind so Dinge, ich glaube, die betreffen Unis, Schulen, Lernorte jeder Art, die muss man einfach austarieren und lernen. Ja gut, das Aufzeichnen hat natürlich immer noch diese Datenschutzkomponente. Genau, dann kommt der nächste Punkt mit dem Datenschutz. Aber auch mit Kameras, wo gebe ich Raum für eine Übergriffigkeit, wenn ich plötzlich bei den Leuten im Wohnzimmer sitze als Dozent? Ja, also Dozentin. Oder die bei uns, genau. Bei uns. Ja. Gehen wir nochmal zu der stärker gesellschaftspolitischen Ebene zurück. Hier ist die Frage an Herrn Weller gerichtet aus dem Publikum, wie sich sicherstellen lässt, dass sozioökonomisch benachteiligte Kinder jetzt nicht noch mehr um ihre Rechte auf Bildung, Schutz, Spiel und Freizeit gebracht werden. Ja, Schulbildung ist eine Staatsaufgabe, das sagt Artikel 7 Grundgesetz und dieser Staatsaufgabe muss der Staat eben gerecht werden. Das tut er im Moment nicht hinreichend. Insofern, um diese Kinder muss sich der Staat kümmern. Der hat ein Wächteramt in der Hinsicht. Natürlich, sie selbst können es nicht, weil sie entweder zu klein sind oder nicht die Mittel haben, ihre Rechte durchzusetzen. Aber das ist genau die paternalistische Funktion, die der Staat hier ausüben muss. Und da muss natürlich auch die Mehrheit dahinter sein und sozusagen den Staat zum Laufen bringen, dass, wenn er nicht selbst das Engagement ergreift, was ja jetzt zum Glück getan wird, aber da müssen wir schon dahinterher sein, ja. Auch gerade als Juristen. Vielleicht können wir in den letzten paar Minuten, die wir noch haben, so ein bisschen den Blick auch in die Zukunft richten. Und eine Frage, die an Marc-Philipp Weller ging,
im Vortrag ja sehr schön dargestellt wurde, dass in der ersten Welle der Gesundheitsschutz sehr stark vor der Bildung und Erziehung von Kindern gestellt wurde. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt weiter damit um? Was ist, wenn eine zweite Welle kommt, lokal als Ausbruch oder auch im größeren Maße? Wie setzt man Kriterien? Also an welchen Stellen wird was gemacht? Hat der Landrat in Gütersloh das richtig gemacht oder hat er... War das eine Überreaktion und wie ist das, wenn das hier im Rhein-Neckar-Kreis passiert? Wie setzt man Kriterien, um damit umzugehen? Also um keine Missverständnisse zu erzeugen, natürlich bleibt der Gesundheitsschutz ein vorrangiges Ziel. Es geht ja nur um die Abwägung und bisher war untergewichtet im Vergleich jetzt zum Beispiel zur Versammlungsfreiheit, zur Glaubensfreiheit oder zur Berufsfreiheit eben das Recht der Kinder auf Bildung. Das heißt, natürlich wird der Gesundheitsschutz eine wichtige Rolle spielen. Mir ging es vor allem darum, dass man eben differenzierte Quarantänemaßnahmen ergreift, zum Beispiel nicht pauschal alle Schulen im Landkreis schließt, wenn es doch nur in einem Ort der Ausbruch stattfindet, dann mag man dort die Schule schließen, aber eben auch die anderen Einrichtungen, wo eine Übertragung stattfinden kann. Aber dieses Gießkannenprinzip und vor allem dieser Pauschalverdacht, der sozusagen auf Kindern als Superspreader ist, der ist ja medizinisch nicht erhärtet worden. Das war am Anfang in Ordnung, weil man es nicht wusste, aber jetzt hat man ja die zunehmend besseren Erkenntnisse. Man sieht eben, dass Kinder weniger gefährlich sind als Erwachsene und daran müssen sich auch die Maßnahmen orientieren. Noch eine Frage an Christiane Schwieren aus dem Publikum. Wird Homeoffice auch nach Corona noch eine wichtige Rolle spielen? Und ist es vielleicht sogar eine Chance, die Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern auszuweiten? Das ist ja toll. Ich denke, dass Homeoffice eine wichtige Rolle spielen wird, auch danach, weil die Unternehmen gesehen haben, es funktioniert. Ich glaube, man muss immer ein bisschen aufpassen, auch wenn Homeoffice so als das Ideal der Vereinbarkeit gesehen wird, dass man irgendwie davon ausgeht, dass die Frauen dann zu Hause sitzen, arbeiten und gleichzeitig Kinder betreuen. Das ist nicht so. Das geht nicht. Homeoffice funktioniert, aber nicht parallel zur Kinderbetreuung. Also Homeoffice ist nicht die Möglichkeit, mein Kind zu betreuen, während ich arbeite. Dann mache ich nämlich beides nicht richtig. Homeoffice funktioniert dann, wenn ich Homeoffice mache in der Zeit und die Kinder anders betreut werden. Gut. Ja, an der Stelle danke ich erstmal ganz herzlich, danken wir sehr herzlich für die wunderbaren Impulse zu Beginn und dann auch für die Diskussion, die uns, glaube ich, eine ganze Reihe von Perspektiven nochmal auf die Krise eröffnet hat und Sichtweisen, Warnungen enthalten hat. Und an der Stelle müssen wir jetzt leider zum Ende kommen. Vielen Dank an alle hier im Raum und an den Bildschirmen und Smartphones draußen für die rege Beteiligung. Wir freuen uns über diese gute Resonanz und sehen uns dadurch auch sehr ermutigt. Gleichzeitig bitten wir diejenigen um Entschuldigung, deren Fragen aus Zeitgründen nicht in die Gesprächsrunde getragen werden konnten. Und schließlich danken wir allen auf und vor allem hinter der Bühne dafür, dass die zweite Ausgabe von Marsilius Kontrovers online so gut gelungen ist, technisch auch. Das gesamte Team hat über Wochen großartig gearbeitet und dafür gesorgt, dass wir diese Diskussion mit reger Beteiligung der Öffentlichkeit und mit deutlich verbesserter technischer Ausstattung gestalten konnten. Wir setzen die Diskussion über Corona, was wird sich ändern, fort am Mittwoch. Den 29. Juli wird das Thema globale Zusammenarbeit in Zeiten von Pandemien im Mittelpunkt stehen. Dann mit dem Epidemiologen und Mediziner Till Berninghausen, dem Politikwissenschaftler Sebastian Hanisch und der Medizinhistorikerin Karen Nolte. Noch ein weiterer Hinweis in eigener Sache des Marsilius-Kollegs. Wir präsentieren in diesem Semester auch die Marsilius-Vorlesung im Online-Format am 16. Juli um 16 Uhr. Wird hier die Vorlesung des Informatikers Bernhard Schöckhoff zum Thema symbolische, statistische und kausale Intelligenz auf unserer Homepage und auf High Online der Universität zu sehen sein. Wir laden Sie zu beiden Online-Veranstaltungen ganz herzlich ein und freuen uns sehr, wenn Sie wieder dabei sind und zum Marsilius Online Community dazustoßen. Ihnen allen einen schönen Sommerabend aus dem Heidelberger Marsilius-Kolleg.